Willkommen zurück zu Rising World. Wenn man hier so ganz grob mal in die Runde schaut, sieht man, dass ich so ein bisschen was gemacht habe. Ich habe nämlich hier etwas Terraforming betrieben, weil ich hier was machen wollte. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas soll hier auf jeden Fall hin, weil das gehört hier insgesamt zum Hof, diese ganze Fläche. Und die war so uneben und mit Gras bewachsen, dass ich gedacht habe, nee, das muss hier irgendwie ordentlicher werden. Das soll hier auf Dauer optisch so ein geschlossener Hof sein. Ein Nebengebäude ist hier quasi immer noch im Bau, darüber hatte ich ja berichtet. Und das ist halt das Haupthaus und hier soll noch irgendwas hin. Es kann allerdings sein, dass ich hier kein Gebäude hinbaue, sondern dass ich mir spontan in den Kopf setze, die Kuhweide noch ein bisschen größer zu bauen. Also, weil die Kühe werden auf Dauer doch noch ein bisschen mehr werden. Jetzt geht das alles noch mit der Anzahl her. Außerdem muss ich auch die Chance haben, die Tiere hier so ein bisschen zentral in der Weide zu postieren. Das ist zwar sehr lustig, dass sie sich ständig hier aufspießen, so wie Fred das ja leidenschaftlich gerne tut. Und Hillybilly übrigens auch. Aber das kann auf Dauer nicht der Sinn der ganzen Sache sein. Also das ist natürlich irgendwo noch ein Bug, das wissen wir alle. Ich hatte darüber schon gesprochen. Auch andere Spieler haben darüber gesprochen, die Rising World spielen. In den Kommentaren ist das ein paar Mal aufgetaucht. Aber das ist halt nicht so nice. Und deswegen müssen wir gucken, ob wir das irgendwie, ja, retuschieren können, dass das nicht immer so auffällt, dass das eigentlich ein Bug ist. Dann habe ich hier so ein bisschen Ackerbau. Mein Ackerbau so ein bisschen vertieft hier mit den einzelnen Pflanzen. Hier sind die Zuckerrüben, die ich ein bisschen vermehrt habe. Dann haben wir Mais, der auch ein bisschen mehr wird. Oben ist mit Hanf etwas weiter gearbeitet worden. Bei den Karotten habe ich eigentlich nichts gemacht. Aber auch hier mit dem Salat, da habe ich zwei Reihen draus gemacht. Ich glaube, das war eine vorher. Das ist doch Salat, ne? Ja, müsste Salat sein. Hier haben wir Melonen. Das war vorher auch nur eine Reihe, das sind jetzt drei. Auch die wachsen jetzt wieder fleißig vor sich hin. Und Erdbeeren aus einer Reihe, zwei gemacht. Und die Kürbisse, die stehen jetzt hier. Das werden auf Dauer auch noch ein bisschen mehr werden. Ich möchte diese Fläche halt auf Dauer füllen. Hatte eigentlich früher gedacht, vielleicht finden wir noch mehr Pflanzen. Aber ich glaube, von den anbaufähigen Pflanzen haben wir bei so ziemlich alle gefunden. Keine Ahnung, vielleicht kommt die eine oder andere noch dazu. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen rumgekommen oder wir gemeinsam. Und ich glaube, das meiste haben wir, wie gesagt, gefunden. Mal gucken. Aber genug Fläche für eine neue Pflanze ist auf jeden Fall noch vorhanden. Dann wollte ich eigentlich gerne so ein bisschen mal auf ein paar Kommentare eingehen, die mich im Laufe der letzten Folgen immer mal wieder erreicht haben. Zum allerersten Kommentar: Ich hatte vor einiger Zeit das Jagdmesser gesucht. Hanne hatte mich darauf angesprochen und gesagt, Fabi, du hast das Jagdmesser hier in der Schublade drin. Nämlich in dieser Küchenschublade, diesem Küchenschrank, habe ich das Jagdmesser drin und das Nudelholz auch. Hanne, gut, dass du das gesagt hast. Ich hätte das wahrscheinlich ewig nicht gefunden. Auch das Nudelholz, was ich ja auf jeden Fall noch brauchen werde. Vermutlich auch schon in dieser Folge. Dann zur Gardine. Da haben mich auch Kommentare ereilt. Und zwar habe ich ja hier jetzt mit so Lamellen angefangen, obwohl ich hier eigentlich die Gardine setzen wollte. An anderen Fenstern haben wir das auch versucht. Jetzt kamen Kommentare wie, das liegt daran, dass ich die falsch rumgesetzt habe. Ich kann die auch nochmal eben rausholen, dass wir uns das nochmal eben vergegenwärtigen, woran das jetzt eigentlich gelegen hat. Diese Gardine, wenn ich die jetzt direkt hier vorsetze, dann kollidiert die praktisch immer mit der Fensterscheibe und man hat mir gesagt, ich soll die drehen. So, drehen bringt aber nichts. Ein anderer Kommentar kam dann irgendwann, der klipp und klar sagte, woran es liegt, nämlich an der Bretterwand. Das hier oben ist eine Bretterwand, das sind keine Blöcke. Wenn das Blöcke wären, wird es wunderbar funktionieren. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich nehme das an, also es leuchtet mir irgendwie ein, denn wenn ich jetzt hier unten mal gucke, wenn ich jetzt hier unten die Vorhänge aufhänge, dann müsste das eigentlich funktionieren. Das ist jetzt, keine Ahnung. Wir können es ja einfach mal hier versuchen. Das passt jetzt nicht so richtig hier hin. Aber wenn ich die jetzt hier platziere, dann stimmt es tatsächlich. Dann passt es perfekt. Und wenn die jetzt schon mal hängen, können wir die eigentlich auch hängen lassen. Oder wir hängen sie in die Küche. Ich glaube, da passt das sogar noch besser. Wir hängen die Gardine in die Küche. Hier in diesem Arbeitsbereich passt sie eigentlich nicht so gut. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich die auch wieder abbauen kann. Entferne Gardine, das funktioniert doch schon mal. Also an Blockwänden funktioniert das. Da können wir die aufhängen und das machen wir jetzt auch einfach mal. Relativ zentral, warte mal, wir haben hier drei Fenster. Da ist dieser Küchenschrank vor, da wird es wahrscheinlich wieder mit der Gardine so ein bisschen kollidieren, weiß ich gerade nicht. Also diesen geschlossenen Vorhang hänge ich einfach mal hier hin.
Schauen wir mal gerade mal, ob das passt. So relativ mittig machen wir jetzt alles mal nach Augenmaß. Ein bisschen höher hängen. Oh ja, das passt doch wunderbar. Auf dieser Höhe kann der ganz gut hängen. Ah, ich glaube, das passt. Ohne Raster machen wir das jetzt. Wir haben diesen Ehrgeiz, das ohne Raster zu machen. So funktioniert es. Und wenn wir schon mal dabei sind und uns jetzt so megamäßig freuen, dass das jetzt auch passt, holen wir uns auch gleich den zweiten Vorhang noch mit dazu und platzieren den auch mal. Dann haben wir die auch aus der Truhe raus. Was wir jetzt hier oben mit den Fenstern machen, ich tendiere da so ein bisschen zu Lamellen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, das Ganze hier komplett umzubauen. Die Bretterwand gefällt mir da oben eigentlich ziemlich gut. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Kannst das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn du magst. So, also wie gesagt, das kollidiert, glaube ich, so ein bisschen mit dem Schrank. Aber da wir ja völlig schmerzfrei sind, was das Ganze angeht. So, ich glaube, das muss noch ein bisschen tiefer hängen. Ich würde sagen, ungefähr so wie der andere Vorhang schon hing. Wenn wir das jetzt so platzieren, ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. Das fällt eigentlich fast gar nicht auf, dass ich das hier so ein bisschen überschneide. Das lassen wir jetzt einfach erstmal so. Hauptsache, die Dinger hängen und das ist ein bisschen halbwegs gemütlich. Naja, geht ja so. Das war mir auch immerhin nochmal wichtig. Ein weiterer Kommentar. Ich habe mir hier so eine kleine Liste geschrieben, weil ich mir das alles sonst gar nicht merken kann, was in den Kommentaren steht. Ich arbeite die dann immer so in einer Folge komplett ab, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ein Kommentar hat mich noch erreicht, wo es darum ging. Ich hatte vor einigen Folgen mal erwähnt, ach, mit den Blumen, das wäre schön, wenn wir andere Blumen hätten in anderen Farben. Wir haben ja auch schon eine kleine Reise gemacht in andere Bereiche, in andere Gegenden. Und zum Teil habe ich das auch ohne Aufnahme gemacht. Und ich glaube, in dem Part ohne Aufnahme habe ich tatsächlich auch Blumen gefunden, die andere Farben hatten. Sprich, blaue Blumen waren dabei und orange, glaube ich, waren auch dabei. Und noch andere Farben. Ich glaube, es gibt hier insgesamt 6 verschiedene Blumenfarben, wenn mich nicht alles täuscht. Also so ungefähr wird es wahrscheinlich sein. Die hatte ich halt gefunden und habe dann eben noch den Ratschlag bekommen, wenn ich die doch haben möchte in anderen Farben, ohne groß rumzusuchen, dann könnte ich das ja auch sehr gut im Creative Mode machen, indem ich einfach umschalte auf Creative. Da muss ich aber jetzt sagen, das habe ich auch in die Kommentare dann als Antwort geschrieben, ich möchte einfach im Survival spielen, kompromisslos. Deswegen habe ich auch die F2-Funktion, also die Flugfunktion, komplett ausgeschaltet, damit das halt nicht möglich ist. Ich möchte nicht in die Versuchung kommen, hier irgendwie kreativmäßig was zu machen. Die ersten Folgen in dieser Serie, da ist das noch so gelaufen, dass ich teilweise im Creative Mode gearbeitet habe, aber das möchte ich eigentlich komplett abschalten, weil einfach der Reiz für mich viel größer ist, das im Survival-Modus zu machen und deswegen belassen wir es auch dabei. Noch zu einem Befehl, den ich über die Befehlskonsole eingeben kann, da hatte ich gesagt, man kann mit einem bestimmten Befehl auch die Tageszeit verändern, wenn es jetzt zum Beispiel Nacht wird, dann kann man mit TOD und zum Beispiel die Uhrzeit 8 Uhr, also TOD 8, die Uhrzeit verändern. Und das funktioniert tatsächlich. Ich hatte das letzte Mal diesen Schrägstrich davor gemacht. Also mit Schrägstrich funktioniert es nicht. Einfach TOD. Ich weiß nicht, was TOD heißt. Ich finde diese Abkürzung ein bisschen doof. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und hat auch irgendwie nichts mit Creative zu tun. Denn ich bin jetzt hier im Survival und es geht trotzdem. Keine Ahnung. Also man kann das jetzt so interpretieren, wie man will. So, Tod 10, da geht die Sonne doch mal wieder auf. Das ist erstmal wunderbar. So ein bisschen kreativmäßig ist es ja, aber okay. Dann kann man noch, ein Zusatzkommentar kam, man kann auch mit einem Wetterbefehl das Wetter verändern. Wenn es zum Beispiel regnet, gibt man ein Weather Clear. Mal gucken, was jetzt kommt. Also das Wetter ist ja klar, aber... So, Weather has changed. Weather Clear. Ich muss mal eben gerade ganz kurz was gucken. Weather Clear 1 hat er geschrieben. Clear 1. Weather has been changed. Wenn ich jetzt 2 eingebe, was passiert dann wohl? Weather Clear 2. Ich glaube, die Zahl spielt gar keine Rolle, oder? Null. Ja, also es ist klares Wetter jetzt halt. Die Sonne geht auf, wir haben es jetzt ungefähr 10:30 oder so. Das funktioniert alles wunderbar. Keine Ahnung, ich habe jetzt das nicht ausprobiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Rain eingebe, kommt dann Regen. Weather has been changed. Es regnet aber nicht.
Das Wetter wurde von Fabi 01 geändert, aber es regnet nicht. Ich habe jetzt Rain eingegeben. Den Befehl hat er auch akzeptiert, aber irgendwie kommt da jetzt nichts. Wie ist denn das mit Storm? Vielleicht geht das ja... Weather. Weather. Storm? Okay, da ändert sich was. Nice. Also habe ich jetzt einfach mal intuitiv versucht, ne? Also wenn der Befehl clear funktioniert, dann müsste es ja auch mit Storm funktionieren. Aber mit Rain hat es jetzt nicht funktioniert. Nice, nice, nice. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen. Gerade so geheimnisvoll, oder? Ach nee, lass uns mal wieder. Komm, wir machen jetzt wieder Weather clear. Weather. Weather. Kann ich heute auch noch schreiben? Bestimmt. Clear. Irgendwie steige ich nicht so ganz durch. Vielleicht gibt es verschiedene Stufen für Clear, deswegen auch die 1 davor. Also ohne diese Zahl davor funktioniert es scheinbar nicht. Aber Storm ohne Zahl funktioniert, komischerweise. Ich weiß es gerade nicht. Also es könnte sein, dass es mehrere Stufen von Clear gibt. Einmal versuchen wir es noch. Ich will das ja nun wissen, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 9 eingehe, was passiert dann? Hat er auch akzeptiert. Aber das Wetter ändert sich eigentlich nicht, oder es braucht eine gewisse Zeit teilweise, um sich zu ändern. Ich kann es nicht genau sagen. Aber eine Sache ist sehr wichtig, deswegen auch das Nudelholz. Oder warte mal, habe ich jetzt eigentlich alles erwähnt? Ich habe noch nicht alles erwähnt. Tod 8 hatten wir, dann hatten wir Weather Clear, Küche Jagdmesser hatten wir, das Klavier, genau, mit dem Klavier. Da habe ich einen Kommentar bekommen, da wäre ich wahrscheinlich auch ewig nicht drauf gekommen. Ich habe hier und da mal ein Klavier gefunden. Und mit dem Klavier konnte ich bisher nur eine Taste spielen. Ich weiß nicht, was ich da genau gedrückt habe für eine Taste. So, jetzt trinken wir erstmal eben was. Können wir eigentlich was trinken? Wo ist eigentlich die Wasserflasche geblieben? Wo ist die Wasserflasche? Wasserflasche? Wo ist denn unsere Wasserflasche? Ich gehe doch mal eben an die Truhe. Ey, weißt du, solche Sachen... Ah, da ist sie. Keine Ahnung, warum ich die da reingelegt habe, aber wir müssen jetzt erst was trinken. Haben wir denn noch Fleisch? Ja genau, Steaks haben wir noch. Ein paar Kirschen können wir auch noch essen. Jetzt füllen wir erstmal einmal unsere Wasserflasche auf. Rennen an der Q1006 vorbei. Q995. Ah, wir müssen noch viel mehr Kühe haben. Ich habe Bock, das Ganze echt noch aufzuzüchten. Aber das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man auch eine Weide hat, die noch ein bisschen größer ist. Ich weiß nicht, wann wir das jetzt machen mit der Weide. Vielleicht mache ich das auch ohne Aufnahme, weil so ganz spannend ist das ja nicht, wenn man eine Kuhweide baut. Haben wir jetzt ein paar Mal zusammen gemacht. Einmal mit der Weide hier vorne, einmal mit der Schafweide hinten. Alles das haben wir schon durchgestanden. Trotzdem jetzt zurück zu dem Klavier. Habe ich jetzt gerade was weggeworfen? Habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe nämlich aus Versehen Q gedrückt. Da muss man echt aufpassen mit dieser Taste Q. Rohstoffe, verschiedenes. War hier das Klavier bei? Mülltonne, Grill, Smoker, Grillrost. Sieht nicht so aus. Ich gehe doch mal eben hier hin. Den Mülleimer würde ich auf Dauer gerne auch nochmal ausprobieren. So, was ist hier mit Klavier? Hier muss ja auch irgendwo das Klavier sein. Wetterhahn. Oh, Wetterhahn würde ich auch gerne nochmal haben. Denkmal, Schneemann klein, Schneemann groß. Wo ist jetzt dieses dusselige Klavier? Natürlich finde ich es jetzt wieder nicht, wo ich hier arbeite. Ist ja wieder herrlich. Weihnachtsbaum, Geschenk, Jalousie, großer Blumentopf. Blumentopf, 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 Blumentopf. Jagdtrophäe, Wetterhahn, Bärenfellteppich, Steinstatue, Denkmal. Schränke, verschiedenes. Ah, unter verschiedenes könnte es auch... Ah, da ist es ja schon. Verschiedenes. 64 mal Holz, finde ich ziemlich viel. In unterschiedlichsten Farben. 64 mal Holz. Okay, lass uns ein bisschen Holz holen. Ich möchte jetzt gerne ein Klavier herstellen und das hier irgendwo hinstellen. Mal gucken. Holz, Holz, Holz. 64 mal. Haben wir denn noch ein bisschen Holz da, das wir verwenden können? 4 mal haben wir hier. Stöcke haben wir reichlich. Die brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir haben gar nicht mehr so viel Holz. Ich erschrecke. Ich erschrecke. Ich möchte eigentlich jetzt gar kein
Holz mehr großartig herstellen ohne die Motorsäge, weil die Motorsäge, die haben wir ja noch nicht, weil uns halt noch eine entsprechende Zutat fehlt. Ich glaube, es war Aluminium, wenn ich mich recht erinnere. Moment, erst müssen wir Holz herstellen. Das können wir auch hier. Auch hier können wir normale Rohstoffe herstellen. Rohstoffe, Bauelemente. So. Zack, zack, zack. Dann stellen wir doch mal ein bisschen Holz her. Das reicht doch schon. Und mit Verschiedenes können wir dann auch ein Klavier herstellen. 64 Mal haben wir ganz genau auf dem Kopf. Und ich überlege jetzt, welcher Farbton da vielleicht am besten zu passen könnte. Also ich denke eher dunkel. Oder vielleicht doch ein bisschen... Oh, das sieht cool aus. Ein rotes Klavier. Warme Farben. Also das gefällt mir am besten. Sieht am hochwertigsten aus. Komm, wir stellen das einfach mal her. Wo stellen wir es denn hin? Meine, oben haben wir ja schon einen roten Schrank stehen. Auch wenn der uns noch nicht so ganz toll gefallen hat. Ich muss mir den immer noch ein bisschen schön gucken. So ganz bin ich damit noch nicht zufrieden. Aber jetzt stellen wir einfach mal dieses rote Klavier zu. Wir können das natürlich auch ganz nach oben stellen, ne? Also wir haben ja auch immer noch den zweiten Stock, um das nicht zu vergessen. Lass es vielleicht einmal eben hochgehen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Hier haben wir noch gar nichts stehen. Hier könnte man es auch platzieren. Aber wir sind da oben irgendwie noch gar nicht zurzeit. Wir haben da noch nichts eingerichtet. Wenn er jetzt so einsam und allein im Klavier steht, ist das vielleicht auch ein bisschen doof. Deswegen überlege ich jetzt, ob man das vielleicht einfach hier hinstellt. Aber da kollidiert es auch mit den Fenstern irgendwie. Oder warte mal, wenn ich das stramm an Rand stelle, geht das dann vielleicht? Ich meine, der Platz ist immer noch groß genug. So, platziert haben wir es noch nicht. Ich muss erstmal gucken, ob das mit irgendwelchen Blöcken kollidiert. Da hinten geht das so ein bisschen in Kollision mit... mit Raster. Wie sieht es da aus? So vielleicht. Einfach so stramm in die Ecke. Will ich auch nicht. So vielleicht. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es mal. Zack, und da steht es. Sehr stramm am Rand. Es kollidiert, aber das fällt nicht wirklich auf. Also es ist jetzt so mit der Wand verwachsen. Und wir haben noch genug Platz, um hier durchzugehen. Das muss auch nicht der endgültige Platz für das Klavier sein. Aber was jetzt halt wichtig ist... So, hingesetzt haben wir... Ah, es geht doch, tatsächlich. Wieso habe ich das denn... Wie komme ich denn drauf, dass die Tonleiter nicht funktioniert? Es funktioniert alles wunderbar. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer diesen Kommentar geschrieben hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Dann können wir uns ja als Komponist jetzt betätigen. Das ist ja eine coole Nummer. Sehr nice. Ja, das ist ohne Zweifel echt cool. Ja gut, okay. Einige Tasten haben natürlich andere Funktionen. Erwarte jetzt bitte nicht von mir, dass ich ein Lied komponiere, ne? Okay, also ich hab's raus. Also es fängt im Grunde genommen bei der Tastatur, fängt das so ungefähr bei 1, würde ich jetzt sagen, genau, bei 1 fängt das an. Wenn ich oben die 1 drücke, das ist die tiefste Taste. Und wenn ich M drücke unten auf der Tastatur, das ist die höchste. Und irgendwo dazwischen sind die anderen Töne. Warte mal. Okay, damit will ich dich jetzt nicht langweilen. Auf jeden Fall haben wir das auch. Sehr cool. Also ich glaube, ich bin jetzt auf alle Kommentare einmal kurz eingegangen. Und ich glaube, jetzt auch gerade, was mich da als Kommentar bezüglich der Gardinen erreicht hat, würde ich, glaube ich, gerne gerade im ersten Stock und unter Umständen auch im zweiten Stock dann, obwohl im zweiten Stock sind, glaube ich, wieder teilweise wieder die Blöcke, die hier in Aktion treten, wenn ich mir die beiden oberen Fenster anklicke. Das heißt, wir können im Grunde genommen ganz oben können wir auch wieder Gardinen hinhängen. Nur im ersten Stock geht es halt nicht, weil die Fenster da direkt in die Bretterwand eingelassen sind. Folgendes würde ich jetzt aber gerne machen. Ich war jetzt noch nicht auf Rohstoffsuche wegen Aluminium, was wir noch brauchen. Ich würde aber gerne die Tiere so ein bisschen ordnen. Und zwar... Ziegen, Ziegen, Ziegen. Ich würde gerne die eine Ziege holen, die in dem Steinbruch da war. Jetzt muss ich so ein bisschen hier die Sachen mal so ein bisschen wegpacken hier, sonst nervt das, wenn man permanent irgendwas in der Hand hat. Das nervt mich etwas zugegebenermaßen. Okay.
Jetzt müssen wir erst ein bisschen Essen mitnehmen. Verschiedene Sachen müssen wir mitnehmen, damit wir auch die Tiere füttern können. Und wenn mich nicht alles täuscht, bei den Schafen zum Beispiel, wir haben jede Menge Zuckerrüben, also vom Zuckerrübenfeld haben wir jede Menge Zuckerrüben dann halt auch geerntet. Wir müssen auch welche mitnehmen, weil wir die Schafe noch vermehren wollen. Ich nehme einfach mal 16 Stück mit. Dann mit den Elchen, da haben wir eigentlich erstmal genug, die brauchen wir nicht zu züchten. Was mir einfach fehlt,